Ja, Herr Wagner, zunächst nochmal herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Ihr Spieler Christian Standhardinger sagte nach der intensiven Serie gegen Nürnberg, zwei freie Tage wären nicht schlecht. Ist der Wunsch in Erfüllung gegangen? Fast, ja. Heute Abend ist wieder Krafttraining. Kein Basketballtraining, aber wir haben lange keine Krafteinheit gemacht. Deswegen da müssen wir ein bisschen nachholen. Aber es waren fast zwei Tage, ja. Die Serie gegen Nürnberg, es waren drei Spiele binnen fünf Tagen. Jetzt dauert es wieder bis zum nächsten Spiel, bis zum 21. April. Wie schwierig ist es da, Rhythmus zu behalten? Ja, wir hatten das ja schon nach der regulären Saison, da wo eigentlich wir gut im Rhythmus waren, hatten wir, glaube ich, noch eine längere Pause von 12 Tagen oder 13 Tagen. Da haben wir es auch geschafft. Wir haben jetzt ein bisschen Pause gegeben, was wir machen mussten nach so einem Programm. Und jetzt geht es halt eine Woche, sich vorzubereiten, in den Rhythmus zu kommen auch wieder. Aber das, denke ich, ist nicht so schwer, weil wir das ganze Jahr auch so einen Rhythmus hatten. Rastas Gegner fürs Halbfinale steht noch nicht fest. Hamburg und Gotha, die Serie läuft noch. Wer soll es denn sein? Ist egal, können wir eh nicht beeinflussen. Wir werden uns das vierte Spiel anschauen und dann mal sehen, was uns da erwartet. Beide Mannschaften sind gut. Beide haben ihre Stärken und Schwächen. Und deswegen, wir können es nicht beeinflussen. Wir nehmen, was kommt. Wir bereiten uns auf uns vor jetzt erstmal. Und dann, sobald es klar steht, wer der Gegner ist, werden wir uns natürlich auf den Gegner vorbereiten. Aber können Sie kurz beschreiben, wo die Unterschiede grob liegen zwischen den beiden Mannschaften? Ja gut, Hamburg natürlich jetzt nach den Verletzungen haben eine etwas kleinere Rotation, sind eine etwas kleinere Mannschaft, spielen etwas schneller, mit mehr Außenspielern, teilweise 4, 5, weil halt beide Center sich verletzt haben in der Saison. Es ist eine junge Mannschaft, die ohne Angst spielt, und das macht es auch immer sehr, sehr gefährlich. Spielen einen schnellen Ball, sind sehr heimstark. Gotha hat ein bisschen mehr Erfahrung, hat ein bisschen mehr klassischen Basketball mit klassischen Center, auch einem Power Forward. Beide sind aber auch sehr, sehr heimstark, und es ist beides keine einfache Aufgabe, aber wie gesagt, wir nehmen es, wie es kommt. Kommen wir kurz zu einem großen Spieler aus Ihrer Mannschaft. Derrick Allen hat im Viertelfinale 16 seiner 23 Würfe getroffen, eine tolle Quote. Kommt der Kapitän jetzt zu den Playoffs nochmal richtig in Fahrt? Sieht so aus, ja. Man hat das ganze Jahr schon überragend für uns gespielt. Ich habe es schon vor der Serie gesagt, er hat so viele Sachen für uns gemacht, die man nicht auf dem Statistikzettel sieht. So viele Lücken in der Verteidigung gefüllt und immer ein super Teammate, immer für die Mannschaft gearbeitet. Und klar, er weiß auch, dass jetzt eine besondere Zeit angebrochen ist mit den Playoffs. Übernimmt noch mehr Verantwortung jetzt, trifft seine Würfe, arbeitet und rackert wie eh und je. Und ja, es macht ihn sehr, sehr wertvoll für uns. Ihre Mannschaft hatte in den drei Spielen gegen Nürnberg eine auffällig gute Verteilung der Punkte. Im ersten Spiel waren 7 Spieler, die zweistellig gepunktet haben. Ist der Teambasketball noch besser geworden in den Playoffs? Ja, ich denke, wir haben unseren Basketball das ganze Jahr verbessert. Sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff. Und das ist natürlich wichtig, dass man seinen besten Basketball am Ende der Saison spielt, entsprechend in den Playoffs. Und das haben wir bis jetzt geschafft. Und es ist sehr, sehr schwer, uns auszurechnen für jeden Gegner. Einmal kann es eben Jace sein, der Dreier von draußen trifft, dann ist mal Derek, der innen was macht, dann Christian natürlich, Carlos. Es sind so viele Waffen, die wir dann auch haben, die wir jetzt auch ganz gut benutzen, und die Mannschaft hat sich gefunden, spielt toll zusammen, und das müssen wir auch aufrechterhalten jetzt für das Halbfinale. Rastas Ziel ist natürlich der Einzug ins Finale. Parallel spielen Jena und Trier gegeneinander. Was glauben Sie, wer hat da die besseren Karten? Ja, nach der regulären Saison würde ich sagen, dass Jena schon da der Favorit ist, aber Trier ist nicht zu unterschätzen, haben jetzt gezeigt, was sie geleistet haben im Viertelfinale gegen Kirchheim. Haben jetzt auch alle Spieler zurück. Simon Schmitz, der sehr wichtiger Spieler, ist jetzt gesund. Er spielt eine tolle Rückrunde jetzt gerade, seitdem er wieder dabei ist. Es ist eine gefährliche Mannschaft, aber na klar, von der Ausgangsposition ist Jena der Favorit.